Ein Flugzeug, das nachts auf einer Schnellstraße in Bremen unterwegs ist. Ein Airbus auf Abwägen sozusagen. Allerdings ganz planmäßig. Denn der ausgemusterte Jet musste für Forschungszwecke von Bremen nach Bayern gebracht werden. Der Schwertransport auf der Straße war schon aufwendig genug. Doch so richtig spannend wurde es, als das Flugzeug in ein Flugzeug verfrachtet werden musste. Reinhold Rühl. Luftfracht XXL. Sonntag früh, 6 Uhr. Lemwerder bei Bremen. Ein Flugzeug startet zu seiner letzten Reise. Fliegen kann der Airbus schon lange nicht mehr. Das macht den Schwertransport ziemlich kompliziert. Autobahnen sind tabu, denn das Monstrum ist 6,20 Meter hoch. Viel zu hoch für Brücken, Straßenlaternen und Oberleitungen. 2 Monate hat die Spedition an der Route getüftelt. Und die führt quer durch Deutschland. Von Bremen bis nach Holzkirchen bei München. Langsam war das jetzt die Bahn, nicht, dass unten auffliegt. Nach 1 Kilometer das erste Hindernis. Die Ampeln hängen zu niedrig. Ein Mast ist bereits zur Seite gedreht, doch mit dem anderen gibt's Probleme. Ich kann schon nicht mehr drehen. Der Bolzen abgerissen. Scheiße. Ein Bolzen muss aufgebohrt werden. Und das kann dauern. Deshalb versucht Frank Schröder, durch die Lücke zu manövrieren. Das allerdings findet Transportleiter Gerd Mennen überhaupt nicht lustig. Frank, komm mal grundsätzlich darum ein, wenn ich zeige nach da. Ja, wenn ich fährst du nach da. Aber nicht, was sie dir da am Funk erzählen. Ja, aber da muss ich erst sagen, dass du ruhig sein sollst. Gemeinsam klappt's dann doch. Dieser erste Teil der Strecke ist ohnehin ein Kinderspiel. Gerade Straßen, kaum Hindernisse. Der knifflige Teil kommt später. Sonntagnacht. Nach einer längeren Pause darf der Schwertransport erst jetzt weiterfahren. Denn jetzt wird's kompliziert. Bahnlinien kreuzen die Strecke. Eine Schnellstraße muss gesperrt werden. Ja, Frank, den können wir. Jo. So, mal langsam ran an die Lampe. Ein paar Mal. Oben wird's mal wieder eng. Ah, okay. Weiter. Okay, ist durch. So, jetzt langsam durch die Bäume durch. Einige Wochen vor der Abfahrt hat Transportleiter Mennen jedes Hindernis notiert und vermessen. Trotzdem, Überraschungen gibt es immer wieder. 2 Uhr. Endlich kann Frank Schröder mal Gas geben. Denn die Zeit eilt. Das nächste Hindernis ist eine Bahnlinie. Und die kann nur in Abstimmung mit der Deutschen Bahn überquert werden. Zwischen 2 Zügen muss die Oberleitung abgeschaltet werden. In einem exakt festgelegten Zeitrahmen. Mitarbeiter der Bahn heben den Fahrdraht an. Normalerweise fließen hier 15.000 Volt. Grünes Licht, also ausgeschaltet. Aber nur für wenige Minuten. Dann kommt der nächste Zug. Ich muss ein bisschen beeilen. Schwertransport. Das ist vor allem Nachtarbeit. Denn tagsüber gäbe es ein Verkehrschaos. Zum Beispiel hier auf einer Schnellstraße. Die einzig mögliche Fahrtroute liegt auf der Gegenfahrbahn. Die Polizei hat beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die meisten Autofahrer nehmen es gelassen. Wann begegnet ihnen schon mal ein Flugzeug? Mitten in Bremen. Frank, wir können dann so durchziehen. Die Bremer Straßenbahn hat die Leitung schon angehoben. Sodass wir da nicht aufstoppen brauchen. Sollen nur auf die Höhe achten. Die haben auf 6,40 Meter angehoben. Das müsst ihr aber passen. Vertrauen ist gut. Kontrolle besser. Ein Schaden an der weiter. Oberleitung käme teuer. Weiter. Durch das Anheben steht der Fahrdraht unter starker Spannung. Doch alles läuft wie geplant. Noch jedenfalls. Im Großraum München wird das dann komplizierter. Da gibt es also eine Menge mehr zu tun an Leitungen und Verkehrszeichen und Ampeln und so weiter, die teilweise demontiert werden müssen. Hier haben wir jetzt nochmal eine Engstelle. Die letzte auf dieser Etappe. Hier auf dem Werksgelände von Airbus wird der Flugzeugrumpf geparkt. Auf der Straße ist erstmal Feierabend.
denn von hier aus soll der Airbus per Luftfracht nach München gehen. Auf dem Flughafen Bremen ist der weltweit größte zivile Luftfrachter gelandet. Die Beluga, weil der Rumpf an einen Beluga-Wal erinnert. Die heutige Fracht, der Airbus-Rumpf, wurde auf den sogenannten Cargo-Loader montiert. Ins riesige Maul der Beluga wird das 15 Tonnen schwere Monstrum geschoben. Ein Drittel der maximalen Nutzlast von 45 Tonnen. So viel wiegen etwa 650 Passagiere. Aber die dürfen sowieso nicht in den Laderaum, denn während des Flugs herrscht hier Unterdruck. Damit der Cargo-Loader millimetergenau andockt, führen Laser die Hydraulik. Ein Computerprogramm vergleicht vollautomatisch die Messpunkte. Wenn das mit dem Rechner nicht übereinstimmt, können wir mit dem Cargo-Loader nicht fahren, weil sie fahren sonst die Beluga kaputt. Und der Transfer wird genauso dadurch gesteuert. Das gleiche Rollensystem, was wir in der Beluga haben, befindet sich auf unseren Cargo-Loadern. Die laufen synchron. Und wenn Sie jetzt hinschauen, bewegt sich oben schon das Teil und wird langsam in die Beluga geschoben. Die Beluga wurde von Airbus speziell für den Transport von Flugzeugteilen gebaut. 5 solche Maschinen pendeln ständig zwischen den Herstellungsorten in Europa. Das schnellste und wohl effektivste Transportsystem der Luftfahrtindustrie. Bereits nach 45 Minuten schließt sich die tonnenschwere Ladeklappe wieder. Das fliegende Transportmonster ist startbereit. Mit 780 Stundenkilometern ist die Beluga fast so schnell wie die meisten Passagiermaschinen. Und auch wenn es viele kaum für möglich halten, die Maschine fliegt. Eine Stunde später auf dem Flughafen München. Für die dort Beschäftigten ist es eine Premiere. Noch nie zuvor ist hier eine Beluga gelandet. Entsprechend groß ist das Interesse. Auch das Entladen wird zum Testfall. In München gibt es keinen vollautomatischen Cargo-Loader. Hier ist Handbetrieb angesagt. Die Ladeplattform muss exakt an die Beluga angekoppelt werden. Nicht einfach für die Bodenmannschaft. Unter dem Flugzeugrumpf werden hydraulische Stützen montiert. Hier legt der Kapitän selbst Hand an. Denn wenn die Fracht ausgeladen wird, verlagert sich der Schwerpunkt. Die Beluga könnte kippen. Der Schwertransporter hat immerhin ein Startgewicht von 153 Tonnen. Jetzt kommt's. Auf diesen Moment hat Erhard Meyer lange gewartet. Der Wissenschaftler wird am Fraunhofer Institut für Bauphysik an dem Flugzeugrumpf forschen. Man erlebt sowas, so ein Ereignis, wirklich nur einmal im Leben. Ich bin ziemlich beeindruckt. Doch noch ist das Monstrum nicht am Boden. 15 Tonnen wiegt der Airbus-Rumpf. Um solche Lasten sicher abzusetzen, müssen 2 Autokräne ran. Erhard Meyer beobachtet die Entladung mit gemischten Gefühlen. Immerhin schwebt hier die Zukunft seines Forschungsprojektes. Die Kranführer setzen das Rumpfteil auf Holzstützen ab. 1,5 Stunden dauert bereits die Entladung. Doppelt so lange wie in Bremen. Und Zeit kostet auf dem Flughafen besonders viel Geld. Später wird die Fracht auf den Transport-LKW umgeladen. Am nächsten Tag, 24 Uhr. Der Transport ist abfahrtbereit. Frank Schröder, der Fahrer, und Gerd Mennen, der Transportleiter, sind mit dem Schwerlaster von Bremen nach München gefahren. Jetzt beginnt die letzte Etappe des Transports. Also das, was uns heute erwartet, dagegen ist Bremen ein halbes Kinderspiel gewesen. Nur 70 Kilometer sind es noch bis ans Ziel. Doch die haben es in sich. Auf der Route liegen Dutzende Engstellen. Doch die Anwohner feuern an. Der Schwertransport als willkommener Event. Wollen Sie erstmal so versuchen oder wollen wir gleich die Lenkung oben machen, Frank? 30 Meter lang ist der Transporter.
zu lang für solche Kreisel. Was Autofahrer schätzen, ist für solche Fahrzeuge nur schwer zu bewältigen. Frank Schröder nimmt die Hydraulik zur Hilfe. Damit kann er die Ladebrücke hochfahren. Schätzungsweise 15 solcher Verkehrsinseln muss Frank Schröder heute noch bewältigen. Alle hübsch bepflanzt und Aushängeschilder der Gemeinden. Wehe, das Schmuckstück erleidet einen Schaden. Am nächsten Kreisverkehr müssen Stahlplatten her. Denn 58 Reifen rollen über die Rasenfläche. Für solche Lasten ist der Untergrund nicht genügend tragfähig. 10 Minuten Pause für den Fahrer, der solche Verkehrsinseln überhaupt nicht schätzt. Für uns wird es immer schlimmer, weil die Kreisel immer kleiner werden. Die Inseln werden immer höher. Teilweise Kreisverkehre kannst du gar nicht überweggucken. So eine riesen Inseln sind da drin. Aber sieht ja schick aus. Wochenlang war unklar, ob der Transport hier überhaupt fahren darf. Bürgermeister hatten Bedenken, das aufwendige Grün könnte beschädigt werden. Doch die Schwerlastprofis hinterlassen keine Spuren. Mit kleineren Ausnahmen. Das laute Zischen bedeutet nichts Gutes. Druckluft entweicht an einer der 4 Hinterachsen. Ein Bremsschlauch ist abgesprungen. Eine Weiterfahrt so nicht möglich. Frank Schröder und Gerd Mennen müssen schnell handeln. Dadurch, dass jetzt kein Lokvorrat mehr da ist, wird die Achse blockiert, die Räder stehen fest. Wir werden die Achse jetzt hochbinden. Aufgrund des Gewichts, was wir geladen haben, können wir uns das erlauben, dass wir auf eine Achse belastungsmäßig verzichten. Die Stadtgrenze von München. Noch 40 Kilometer bis zum Ziel. Vor dem Transport sichert ein Dutzend Polizisten die Fahrtroute. Wer zu dieser späten Stunde noch unterwegs ist, muss mit Wartezeiten rechnen. Für die Anwohner ist der Transport eine willkommene Attraktion. So ein Riesenteil kommt schließlich nicht alle Tage über die Kreuzung. Flugzeug rum! Das siehst du, beim Klammern. Saus aber zu Ritscher. Privatjet. Was fahren Sie mal nach? Flugzeugrumpf, fürs Frauenhofer-Institut. Was kennst du damit? Ja. Ein Flugzeugrumpf fürs Frauenhofer-Institut. Was tun die damit? Gute Frage, der Kneipenbesucher. Antwort, das optimale Innenraumklima von Flugzeugen erforschen. Doch diese Antwort bleibt man ihnen heute schuldig. Einige Kilometer vor dem Schwertransport sind 2 Abschleppwagen unterwegs. Und die zögern nicht lange. Selbst Kleinlaster müssen dran glauben. Und die Fahrzeughalter später zahlen. Halteverbot ist Halteverbot. Jede Verzögerung würde den Transportplan ins Wanken bringen. Uhr. Die A8 zwischen München und Salzburg. Der Transport muss auf die andere Seite. Aber die kann nur über eine Einfahrt der Autobahnmeisterei auf der Gegenfahrbahn erreicht werden. Die Polizei sperrt alle Fahrstreifen Richtung München. Jetzt zählt jede Minute. So wird ein Schwertransport zum Geisterfahrer. Natürlich mit Polizeibegleitung. Aber es sind nur 200 Meter bis zur Ausfahrt. Von dort geht es über eine Brücke. Die letzte Hürde auf dem langen Weg von Bremen nach Oberbayern. Eine teure Reise. Über die genauen Kosten möchte keiner der Beteiligten reden. Schätzungsweise 80.000 bis 100.000 Euro mindestens. 6 Uhr. Feierabend für die Schwerlastprofis um Gerd Mennen und Frank Schröder. Ohne Schrammen haben sie den Airbus-Rumpf auf dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik abgeliefert. Jetzt ist Projektleiter Erhard Meyer dran. Monatelang hat er für sein Baby gekämpft. Jetzt will er damit erforschen, wie das Klima in Flugzeugen beschaffen sein muss, damit Passagiere und Besatzung den Flug so angenehm wie möglich empfinden.